Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu The Escapists, einer niedlichen Ausbruchssimulation oder einer knallharten Ausbruchssimulation. Wir sind ein Sträfling und wir versuchen aus einem Knast auszubrechen. Das Spiel habe ich mir damals im Early Access gekauft. Das war Ende August 2014. Da hat es mir damals nicht ganz so gut gefallen, weil halt noch kein Tutorial eingepflegt war und man wusste nicht so genau, was man machen sollte. Muss, naja gut, ausbrechen, das ist klar, aber wie kommt man dorthin, das war damals nicht so klar, deswegen habe ich es jetzt eine ganze Zeit liegen lassen. Jetzt ist die Vollversion erschienen, die endgültige Version, und hier ist dann auch ein Tutorial bei, was wir uns natürlich gleich als allererstes angucken werden, und dann stürzen wir uns rein in den Gefängnisalltag. Vollkommen ohne Knasterfahrung versuchen wir auszubrechen, das geht bestimmt daneben. Starten wir mal ein neues Spielchen, können auch einen Charakter auswählen. Wen nehmen wir denn? Hier den Glatzkopf. Nehmen wir den Glatzkopf und spielen das Tutorial. Das Tutorial ist merkwürdigerweise auf Englisch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich hatte es mal kurz vorhin... Nee, doch nicht. Ist auf Deutsch. Hm, komisch. Ich meine, ich hätte es vorhin auf Englisch gespielt. Naja, ist auch vollkommen egal. Das hier ist der Spielbildschirm. Mit WASD können wir uns durch die Gegend bewegen. Und hier können wir unseren Schreibtisch öffnen. Wir nehmen mal den Schraubenzieher mit und wir nehmen die Socke mit. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, eine Socke, wofür das? Ja, wir Knastis sind einfallsreich. Wir können den Schreibtisch auch hochheben und dort wieder abstellen. Wir können auf den Schreibtisch draufklettern und dann können wir mit dem Schraubenschlüssel, das ist eigentlich ein Schraubenzieher, oder? Hier diesen Ventilationsschacht oder den Luftschachtgitter, dieses Luftschachtgitter aufschrauben. Ich bin echt ein Ausbrecherkönig. So, wo sollen wir hin? Zu dem Kollegen hier. Nutzen wir wieder den Schraubenzieher. Ist der sich gar nicht wundert, dass wir auf einmal hier bei ihm da stehen in der Zelle. Mit ihm können wir auch handeln. Das ist Durden. Die haben alle eigene Namen und alle verschiedene auch Eigenschaften. Wir klicken mal auf Durden. Da sehen wir, er ist halbstark, nicht ganz so schnell, aber er ist relativ intelligent und hat natürlich die Knastkleidung an, die Insassenkleidung, genauso wie wir auch. Was können wir denn hier machen? Wir können ihm Geld geben. Warum sollten wir das denn tun? Wir halten uns jetzt natürlich erst einmal an das Tutorial und wir bekommen von Durden Seife geschenkt. Ja, Knast, nicht die Seife fallen lassen, ist schon klar, aber diesmal benutzen wir sie für was anderes, nämlich wir craften uns eine Waffe und da kommt wieder die Socke ins Spiel. Socke plus Seife zusammenbauen. Ja, so eine harte Kernseife in der Socke, damit kann man, glaube ich, sehr gut zuschlagen. Das ist unser Profil. Wir nehmen die Socke und rüsten die als Waffe aus. Jetzt sollen wir, genau, den Offizier Fragil angreifen. Den Fragilen. Lass es uns ausprobieren. Drücke Space, um in den Kampfmodus an- und auszuschalten. Genau, zwischen Space. Das war zum Beispiel in der Early Access Version auch nicht so, dass man erst die Space-Taste drücken musste, um in den Kampfmodus zu gehen. Da hat man sich dann schon mal ganz leicht verklickt und plötzlich irgendwelche Polizisten angegriffen, obwohl man das gar nicht wollte. Diesmal klicken wir ihn an und dann gehen wir in die Richtung und kloppen ihn um. Jawohl! Klauen ihn natürlich die Kleidung. Es liegt halt dann nackig auf dem Boden. Und wir ziehen einfach mal die Wärteruniform an. Dumm-di-dumm-di-dumm. Sieht gut aus. Gehe jetzt in den Norden und laufe an den Wachen vorbei. Es muss nun ein Ausgang zu sehen sein. Na, schauen wir doch mal. Ja, Kollegen, hallo, hallo. Jemand hat sich alle Doppelkekse genommen. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte man nicht zu lange stehen bleiben, sonst fällt das noch auf. Lalala, warum gehen wir nicht einfach durch den Ausgang? Ich weiß es nicht. Gehen wir hier durch das Loch. Eine Schaufel. Mensch, das ist ja praktisch, dass hier eine Schaufel liegt. So, können wir ein bisschen graben. Und wenn wir auf einen leeren Platz klicken mit unserer Schaufel, dann können wir nach oben graben. Jetzt haben wir es praktisch durch den Zaun durchgegraben. Dort rein, hier wieder raus. Tschüss! Das war das Tutorial. So funktioniert's. Ich glaube, im Spiel selber ist das nicht ganz so einfach. Starten wir mal rein. Es gibt verschiedene Knaste oder Gefängnisse zur Auswahl. Center Perks ist sehr einfach. Ich glaube, hier Stalagflucht muss ich noch freischalten. Shankton State Pen. Okay, Jungle Compound. Knast im Dschungel. Oh ja. San Pancho. HMP Iron Gate. Sehr schwer. Na gut. Fangen wir mit dem einfachsten an. Center Perks.
Charaktere umbenennen, das können wir jetzt auch noch machen. Joseph setzt mit uns ein, genauso wie Mike, John, Spud, James, Redford, Sebastian, Gil, McHugh. Und das sind unsere Wärter, unsere Offiziere. Offiziere steht hier, das sind die Wärter Ross, Whitney, Blanks, William und Jackson. Das könnte man jetzt nochmal mischen. Ja, interessant. Na, lassen wir einfach so, passt schon. Lieber MSS, willkommen in Center Perks, dem komfortabelsten Minimalsicherheitsgefängnis des Landes. Im Namen aller Mitarbeiter hier wünschen wir dir einen schönen, erholsamen Aufenthalt. Sollte dir das kostenlose Kabelfernsehen zu langweilig werden, freuen wir uns, dir in unserer Einrichtung viele andere ansprechende Aktivitäten bieten zu können. Direktor Davis. Das ist aber nett von ihm. Ja, wir schlafen. Gefängnis ist alles über Routine. Halten sich an See und du wirst keine Schwierigkeiten bekommen. Jetzt zum morgendlichen Appell. Einfach mal allen hinterherrennen. Sieht so aus. Schäm mich in die letzte Reihe. Hab Angst. Ich bin neu hier. Ruhe bitte! Folgende Abschau bekommt seine Zelle gefilzt. McHugh und Spud. Wenn Sie in einer Routine namentlich erwähnt werden, stellen Sie sicher, dass Ihr Schreibtisch keine Schmuggelware hat. Okay. Okay, aufregende Neuigkeiten für uns alle. Blick mich um und bin voller Stolz. Es gab einige interessante Entwicklungen. Wer ist er denn? Jedes Kissen wurde von uns persönlich aufgeschüttelt. Hab keine Angst davor, um eine Umarmung zu bitten. Okay, wo geht's jetzt hin? Zum Frühstück. Die körperliche Arbeit nimmt deine Müdigkeit zu. Senke sie, indem du dich setzt, schläfst oder isst. Oh, ich wollte da nicht rüber. Ich will doch nur ein Essenstablett. Habe ich jetzt eins? Setze ich mich mal hin, da habe ich eins. Esse ich jetzt? Oh nein! Okay, muss mir erstmal zurechtfinden, wie das hier alles funktioniert. Was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Freizeit an Tag Nummer 1. Hallo, Officer. Gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Wir müssen erstmal den Knast überhaupt kennenlernen. Ist das Officer Whitney? Ich wollte schon sagen, hier der Ausgang? Nö. Ich glaube, da kommen wir nicht durch. Die Tür ist vermutlich abgeschlossen. So einfach machen sie es uns dann doch nicht. Was haben wir hier? Das. Wir können trainieren. Im Fitnessraum kannst du deine Geschwindigkeit und Stärke erhöhen. Das mache ich jetzt mit. Womit? Ah, so, mit Q und E. Okay. Ja, das ist wichtig. Damit wir stark werden und damit wir uns kloppen können. Wiederholungen, das sollte wohl erstmal reichen. Vielleicht noch ein bisschen laufen gehen. So. Oh, Mittagessen. Jawohl. Diesmal will ich nicht wieder zu spät dran sein. Oh, er liegt da auf dem Boden. Was ist mit ihm los? Taschen von Mike. Kann ich ihm jetzt was klauen? Er hat ein Kissen dabei. Komm, wir klauen ihm einfach die Armbanduhr. Oh. Nein! Der Bulle hat's gesehen! Ja, ist doch gut! Okay. Wenn man bewusstlos ist, wacht man auf der Krankenstation auf. Sie verlieren alle illegalen Dinge, die sie bei sich tragen. Ja, das war's wohl wieder mit dem Mittagessen. Da haben wir nichts bekommen. Wir können uns im Spind verstecken. Okay, aber wir haben immer noch die Uhr, die wir ihnen geklaut haben. Ja, so ist das im Knast. Knallhart hier. Wer ist er denn? Der Arbeitsvermittler? Stellenangebote. Hausmeister ist Joseph, Wäscherei MSS. Das heißt, ich bin in der Wäscherei tätig? Okay. Und jetzt müssen wir in die Wäscherei gehen. Okay, was muss ich denn machen? Stecke Kleidung aus dem Wagen voll schmutziger Wäsche in die Waschmaschine. Okay.
Okay, die ist jetzt sauber. Schmutzig, schmutzig. 4, 5. 2 da rein, da rein. Genau, achso, so erfüllen wir unser Arbeitspensum. Na? Ist die noch dreckig? Nee. Okay. Will mich schon wieder Ärger einhandeln von den Wärtern, weil ich meine Arbeit nicht geschafft habe. Hier könnte man sich aber wenigstens mal eine Uniform klauen, oder? Sehr schön, das haben wir geschafft. Aber die letzten beiden Uniformen können wir auch noch waschen. Haben wir unser Pensum für heute erfüllt. 15 Uhr. Wie lange müssen wir denn arbeiten? Ich denke mal so bis 16 Uhr. Okay, das haben wir gut geschafft. Wunderbar. Hab meinen Job erfüllt. Hallo, Officer Blanks. Gucken Sie mal. Oder gar kein Interesse daran. Was gibt's hier? Internet. Wir haben Internetzugang. Dadurch erhöht sich unsere Intelligenz. Ja, das, ich bin auch der Meinung, je länger man im Internet surft und je häufiger man surft, desto... Können wir uns hinter verstecken. Desto intelligenter wird man. Unser Profil. Ja, die Stärke, die muss natürlich noch ein bisschen zunehmen, genauso wie die Geschwindigkeit und unsere... Ja, Intelligenz, natürlich. Durch Surfen halt wieder. Tagebuch. Noch keine Einträge. Ja, herstellen können wir natürlich im Moment auch nichts. Gut. Gucken wir mal, ob um 16 Uhr unser Arbeitstag vorbei ist. Was hat er hier oben? Das ist John. Metallwerkstatt. Dort arbeitet der. Okay. Oh, Hofgang. Müssen wir da jetzt auch dran teilnehmen? Ich würde aber viel lieber im Internet surfen. Naja, gehen wir mal hin. Obwohl, wenn wir schon mal hier sind, wenn die das Hofgang nennen... Boah, schon wieder Schlägerei da vorne. So. Ich würde sagen, na, bis 10 Kilometer. Und dann werden wir noch ein bisschen pumpen. Der liegt da bewusstlos auf dem Boden. Die Wärter stehen daneben. So. Noch ein bisschen pumpen. Kurz unser Profil an. Ich glaube, unsere Geschwindigkeit hat schon zugenommen. Da hatten wir gerade 33. Jetzt haben wir 34. Das ist doch gut. Oh, abduschen. Alles klar, ich verstehe. Lalala. Dup, 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 dup. Duschen verringert also unsere Müdigkeit. Das ist gut. Bis hierhin und nicht weiter. Okay. So. Perfekt. Ja, ist ja gut. Okay, okay, mache ich schon. Also hier muss man genau machen, was die wollen, die Wärter. Sonst... Also stand da gerade Augen nach oben? Ach komm, wir duschen doch jetzt hier die ganze Stunde, oder? So, ab zum Abendessen. Jetzt sollt ihr aber mal ein bisschen was schmackofatzen. Irgendwie, was haben wir denn hier oben? Unsere Gesundheit ist bei 16. Das hört sich auch nicht so viel an. Mann! Ich will meinen eigenen Tisch. So. Oh, schon wieder Schlägerei. Was ist denn das für ein Knast hier? Sitze ich jetzt? Ja, aber sieht so aus, ne? Als ob ich sitze. Alarmierung 5%, Gesundheit 16, Geld 49 Dollar. Das sieht aus wie Kotze. Ja, da liegt wieder einer auf dem Boden. Gar kein... Ist nun mal so. Ja, aber wie kriegen wir denn jetzt hier illegale Sachen? Weiß es nicht. Können wir einfach in die Küche reingehen? Das sollten wir vielleicht nicht tun. Wir noch ein bisschen umgucken hier im Knast. Ja gut, das ist das Außengelände. Die Dinger hier, die haben ein bisschen was von Zelda. Diese Bäume oder Büsche oder was das sein sollen. Können wir denn in andere Zellen reingehen?